Potsdam, ein Sammelsurium von Alt und Neu, Nachkriegsbauten aller DDR, Nachwendebauten aller Preußenbarock, wie auf dem alten Markt. Barbara Kuster, Kabarettistin und überzeugte Potsdamerin, ist gerade hier besonders gern. Es ist eine wahnsinnige Freude, die ich empfinde, dass dieser Platz quasi eine Wiedergeburt erfahren hat. Denn er war ja 40 Jahre lang war er im Dornröschenschlaf. Nein, er war wegeliminiert. Zur sogenannten Wiedergeburt gehört das neue Stadtschloss, 2013 fertiggestellt auf dem Platz des alten Schlosses aus dem 17. Jahrhundert. Nun ist dort der Landtag drin. Ich stand auf der Kiste hier und habe gesagt, ja, wir wollen das Schloss wieder haben. Und es ist wunderbar geworden. Wir haben draußen diese schöne Fassade und innen modern. Ihr Verein heißt Mitteschön. Mitteschön kämpft für viel altes preußisches Potsdam. Sie erinnert sich noch an die Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin 49 geboren und habe, also ich habe noch im Stadtschloss gespielt. Königin, klar. Logisch, ja. Ja. Steffen Pfrogner, Stadtplaner und ebenfalls überzeugter Potsdamer, das Schloss, naja, es ging wohl nicht anders. Ich habe mich da inzwischen mit arrangiert, ja, es steht da, es war ja vorher eine Freifläche gewesen, ein Parkplatz und eine Freianlage. Womit er sich nicht arrangieren kann, ist dieser Neubau. Historisierende Fassade, dahinter Wohnungen und Geschäfte. Hier stand die Fachhochschule. Seit ihrem Abriss ist Pfrogner auf dem alten Markt nicht mehr so gern. Ich fühle mich nicht richtig wohl, weil etwas beseitigt worden ist, was eine Architektursprache der Nachkriegsmoderne befindet, was funktionierende Räumlichkeiten geboten hat. Sein Verein Potsdams Mitte Neudenken hat weniger übrig für Preußenbarock. Die Fachhochschule, man hätte sie verschönern sollen, statt abzureißen. Ein öffentlicher Ort für jedermann. Doch als die DDR verschwand, gab es für deren Gebäude kaum eine Lobby, zumal oft auch der Charme fehlte. Das führte dazu, dass nach der Wende, nach 1990, viele Dinge dort in Frage gestellt wurden, zu Recht auch in Frage gestellt wurden, aber so weit auch ging, dass man Tabula Rasa gemacht hat. Tabula Rasa, also Abriss, droht auch dem einstigen Rechenzentrum und aktuellen Kreativtreff. Die Proteste heftig. Ebenso gegen den Abriss des Staudenhofs. Ein etwas heruntergekommener Wohnkomplex aus dem Jahr 1972, mitten in der historischen Mitte. Geht es um Bauwerke in Potsdam, ist der Konflikt schnell da. Es wird oft grundsätzlich. Die Bauwerke sind stellvertretend für die Auseinandersetzung, die man hat zwischen links und rechts. Und wem gehört die Stadt? Einen Kulturkampf, den sieht auch Steffen Pfrogner. Mit jedem Abriss verschwindet ein Stück DDR-Heimat, so auch beim ehemaligen Reisebüro. Das ist beseitigt worden. Da drüben an der Stelle war das Schuhhaus, eine Stahlkonstruktion mit Glasfassade. Da weiter rechts, wo der Kirchturm ist, war der Busbahnhof. Alles Gebäude, die identitätsstiftend für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Potsdam waren. Allerdings, so scheint es, hat die Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner keine großen Probleme mit Preußen-Retro. Und Barbara Kuster findet, was sind schon 40 Jahre DDR gegen 300 Jahre Preußen? Also, man kann das nicht vergleichen. Dass die architektonische Qualität der DDR-Bauten sind überhaupt nicht zu vergleichen mit der architektonischen Qualität dieser Bauten. Das ist jetzt ein himmelweiter Unterschied. Der Stachel im historischen Ensemble ist das einstige Interhotel. Auch das sollte weichen, doch da waren die Proteste so stark, dass es blieb. Über allem thront das Schloss Sanssouci. Schon sein Erbauer Friedrich der Große interessierte sich sehr für Potsdams Architektur.